Was geht ab, Leute? Ich bin's wieder, euer Cham. Und heute zeige ich euch den Kickball Change. Viel Spaß! Ich werde in den kommenden Videos erstmal einzelne Fußmoves genauer erklären, das heißt mit verschiedenen Variationen. Ich habe ja mal ein Video gemacht, wo ich einfach 5 verschiedene Tanzschritte für die Füße gezeigt habe, jedoch etwas ungenauer, einfach schnell, sodass ihr einen kleinen Einblick habt. Und ja, letztes Mal habe ich den Pas-de-Bourrée gemacht, heute machen wir den Kickball Change und yes, wir legen los. Der Kickball Change, wie der Name schon sagt, ist eigentlich ganz easy. Also ihr müsst eigentlich einfach das machen, wie der Name es sagt. Und zwar kickt ihr mit einem Fuß, ja, in meinem Fall kicke ich jetzt von euch aus gesehen. Das ist der linke, aber von mir aus gesehen ist der rechte Fuß. Okay, ich kicke mit meinem Fuß und dann gehe ich auf meinen Fußball und kick, ball. Ja, ihr habt das Gewicht immer noch auf eurem Standbein. Das heißt bei mir auf dem linken Fuß, also auf dem linken Bein. Jetzt wechselt ihr das Gewicht, also changed das Gewicht von links auf rechts und geht praktisch raus. Okay? Kickball Change kann man in allen Varianten machen, das machen wir auch gleich, aber ich zeige es einfach mal, indem wir das Bein seitlich rausnehmen. Okay? Das heißt, ich gehe nochmal langsam, ich kicke mit einem Bein, ich gehe auf meinen Fußball mit einem Bein und wechsle dann das Gewicht auf rechts. Okay? Dann kicke ich mit dem anderen Fuß links und mach genau dasselbe. Gehe auf den Fußball und wechsle. Ja? Ich mache es mal langsam. Also die Variante, indem wir einfach rausgehen. Wir haben 5, 6, 7, 8. Kick, ball, change. Kick, ball, change. Gezählt. 1 und 2, 3 und 4. Okay? Das ist im Grunde genommen schon der Kick, ball, change. Ganz easy. Einfach merken, kick. Auf den Fußball gehen und dann wechseln. Ja? Von der Seite zeige ich es mal kurz. Ihr kickt, geht auf euren Fußball und wechselt. Okay, ihr könnt auch nach hinten wechseln. Ja, das ist dann die nächste Variation, aber das machen wir gleich. Okay? Damit das Ganze natürlich ein bisschen tänzerischer aussieht, braucht ihr einen gewissen Groove oben. Ja? Wie ihr das üben könnt, habe ich schon in vorherigen Videos erklärt, mit dem Oberkörper, was ihr machen könnt, dass ihr rocken könnt mit dem Oberkörper. Uprock machen könnt, ja, oder ihr könnt mit den Beinen bouncen. Okay, mit einem Bounce ist es dann easy, ist es ganz anders. Okay, mit einem Uprock ist auch nochmal ganz anders. Ich gehe hoch und hoch, hoch und hoch. So sieht es ganz tänzerisch aus, aber da will ich jetzt nicht mehr drauf eingehen, sondern will euch nur versuchen, die Schritte zu erklären, sodass ihr das für euch wisst und später könnt ihr das dann mit eurem eigenen Groove verbinden, was sie mit dem Oberkörper macht. Okay? Heute nur die Füße, wie gesagt. So, nächste Variante. Habe ich eben schon kurz erklärt. Wir haben den Kick, wir haben den Ball und wir wechseln nicht zur Seite, sondern nach hinten. Change. Ja, dann habe ich wieder Kick, Ball, Change. Easy, nochmal. 5, 6, 7, 8. Kick, Ball, Change. Kick, Ball, Change. Dasselbe kann man auch über Kreuz machen. Das heißt, wir gehen Kick, Ball, das heißt, ich gehe auf den Fußball, indem ich nicht zurückgehe, sondern ich gehe auf, kick, ball und wechsle dann über Kreuz. Change. Okay, ich gehe auf, runter, über Kreuz. Okay, kick, ball, change. Kick, ball, change. Das ist die dritte Variante. Kick, ball, change. Kick, ball, change. Okay, wir machen es mal nochmal langsam. Die dritte Variante. 5, 6, 7, 8, 1 und 2. 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. So, anstatt nach hinten zu gehen, müsst ihr so einfach ein bisschen über Kreuz gehen. Ja? Dasselbe, die letzte Variante für heute, können wir auch machen, indem wir vorne über Kreuz gehen. Das heißt, ich gehe Kick, Ball, Change, Kick, Ball, Change, Kick, Ball, Change, Kick, Ball, Change, Kick, Ball, Change. Ja? Ist dann wie beim Breakdance der Top Rock. Okay? Kick, Ball, Change. Also, das heißt, wir haben 4 Varianten. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben Kick, Ball, Change zur Seite. Kick, Ball, Change zur Seite. Dann habe ich Kick, Ball, Change nach hinten. Kick, Ball, Change nach hinten. Okay? Dann habe ich Kick, Ball, Change über Kreuz. Kick, Ball, Change über Kreuz. Und dann vorne rum. Kick, Ball, Change über Kreuz. Kick, Ball, Change über Kreuz. Okay? Das machen wir nochmal zusammen.
als Übung. Einfach aneinander hängen. 5, 6, 7, 8, 1 und 2, 3 und 4 nach hinten, 5 und 6, 7 und 8, überkreuz, 1 und 2, 3 und 4, vorne rum, 5 und 6, 7 und 8. Okay, das könnt ihr ein bisschen zurückspulen und einfach üben. Das ist erstmal die einfache Variation. Was wir heute machen werden mit Musik, ist aber nochmal eine kleine Stufe schwieriger, sag ich mal. Das heißt, wir machen die Variation, die vier Variationen, die ich eben gezeigt habe. Ja, immer vier Counts und dann machen wir daraus das Ganze ein bisschen schwerer. Okay? Das heißt, die erste Variation war zur Seite. Wir gehen 1 und 2, 3 und 4. Jetzt mache ich dasselbe, indem ich mich aber drehe. Das heißt, ich kicke, gehe ran und wenn ich aufgehe, drehe ich mich dabei nach da auf und dann kicke ich wieder. Kick, drehe mich wieder nach vorne und gehe auf und zurück. Okay? Also mal 7, 8. 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. Okay? Nächste Variation war nach hinten. Wir haben 5, 6, 7, 8, 1 und 2, 3 und 4. Was ich jetzt mache, ich mache einen Zwischenschritt. Ich gehe 5 und gehe komplett nach hinten. 6, dementsprechend nach hinten. Dann gehe ich wieder vor und 7 und 8. Ich habe einen kleinen Zwischenstep, okay? Vorher war es so, 5 und 6, 7 und 8. Jetzt gehe ich 5 und 6 und 7 und 8. Und, okay? Das Ganze hintereinander. 7, 8, erst nochmal. 1 und 2, 3 und 4. Jetzt noch 5 und 6 und 7 und 8. Okay. Das ist die zweite Variation. Jetzt die dritte Variation. Das war hinten und überkreuzt. Machen wir ungefähr dasselbe. Das heißt, ich gehe erstmal 1 und 2, 3 und 4. Jetzt lehne ich mich nach hinten. 5 und 6 und 7 und 8. Gehen nochmal langsam, normal. 1 und 2, wir sind auf beiden Füßen. 3 und 4. Jetzt lehne ich mich nach hinten und gehe auf einen Fuß. 5 und 6 und 7 und 8. Jetzt letzte Variation, vorne rum. 1 und 2, 3 und 4. Machen wir auch selber. Wir gehen 5 und 6 und 7 und 8. Genau dasselbe, nur langsam. Wir haben 1 und auf beiden Füßen, 3 und auf beiden Füßen. Jetzt springe ich um auf einen Fuß. 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Okay, das war gerade falsch gezählt. 5 und 6 und 7 und 8. Yes. So, das war der Kickball Change in verschiedenen Variationen und verschiedenen Levels. Wir machen das mal langsam und dann schnell und dann machen wir das Ganze auf Musik. Ja, solltet ihr irgendwas nicht verstanden haben, einfach zurückspulen. Ganz easy. Nochmal die ganze Kombo von vorne langsam. 5, 6, 7, 8. Ja. 1 und 2, 3 und 4, drehen. 5 und 6, 7 und 8 nach hinten. 1 und 2, 3 und 4, 5 und nach hinten springen, 6 und 7 und 8 und über Kreuz nach hinten, 2, 3 und 4, 5 und wieder Sprung und 7 und 8 nach vorne, 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. Yes, das Ganze jetzt schnell, let's go, wir haben 5, 6, 7, 8, 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8, 1 und nach hinten, 2 und 3 und 6 und 7 und 8 und 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8 und 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. Jetzt Musik, let's go.
Das war es auch schon wieder von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert unseren Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke, dass ihr unsere Videos nicht verpasst. Und ja, ich gebe zu, das ist ein bisschen komplizierter schon, der Kickboard Change. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob das für euch einfach war oder eher schwieriger war. Und ja, ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Video. Und ja, bin selber gespannt, was ich euch zeigen werde. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Bis dann.